Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns und wir versuchen hier, ne? Mit den Plattformen und so. Das hinzukriegen. Was war eigentlich mit der hier? Warum ist hier am Rande alleine eine Plattform? Nobody knows. Wie kriege ich das eigentlich hin, so schnell auf die drauf zu kommen? Gar nicht. Kann das sein? Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich nicht. So. Schnell. Du, ah Mann, oh, den hätte ich jetzt fast gekriegt. Haha. Ah. Ja, wie mache ich das jetzt? Das ist auch schlau. Das, scheiße. Schon wieder so eine Logik-Kacke hier. Manno! Ich nehme übrigens gerade am Stück auf. Nur, dass ihr wisst, warum ich so gereizt und genervt bin. Ich bin immer noch so drauf. Ja, das ist ein kniffliges, schwieriges... wie geht das? Und wenn wir und... Moment. Und wenn ich das eine zum Explodieren erst ein andermal bring oder so... Ja, stirb mir noch weg, Alice. Stirb mir noch weg. So, und dann... Hui, auf die drauf. Ja, so geht das. Der Scheißpilz bringt einen doch nach ganz oben. Ach nö, ich muss auf die andere Seite. Nein. Warum muss ich auf die andere Seite? Da freut man sich gerade, dass man es geschafft hat. Oh, wir können ja auch schon wieder ein Waffen-Upgrade machen. Sehe ich gerade. Jetzt mach schon. Das Tor geht auf. Das Tor geht auf. Das Tor geht auf. So, jetzt das Ganze noch mal, weil es so schön war. Tada! Aber bevor ich das jetzt mache, machen wir ein Waffen-Upgrade. So, was haben wir denn mal so im Angebot? Vopalklinge, Pfeffermühle, Steckenpferd und Teekanone. Pfeffermühle nicht, die ist schon auf volle Pulle. Nehmen wir doch mal die Teekanone. Jawohl! Dann braucht die vielleicht ja mal, weiß ich nicht, nicht so lange zu nachladen. Das wäre jedenfalls ganz cool. Weil ich finde, die braucht ja doch mal eine Weile, vielleicht... Verbessert sich das ja auch durchs Level-Upgrade? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Ja, ja. Och nö. Och nö, nö, nö. Aber vielleicht habe ich aus dem letzten Mal ein bisschen was gelernt und, ne? Komme besser voran. Das ist auf jeden Fall der einzige Weg, sehe ich gerade. Und wieder zurück. Und so lang. Anders geht das gar nicht. Ich sehe das doch. Jo, was jetzt? Was jetzt? Jo. 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 So. So.
Tada! Guck, guck, ich bin gar nicht so blöd. Ich kann das. Ich wollte nur nicht. Ich schaff das. Manchmal funktioniert mein Hirn einfach und manchmal eben nicht. Es ist einfach so. Man muss das auch einfach mal so sehen. So, das ist ja schön. Ich sehe hier doch was. Da geht's zum Häuschen. Zum Häuschen, zum Häuschen. Mäuschen, Mäuschen. Oh, 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 wir bekommen wieder eine Erinnerung. Oh, da, oh, das ist schön. Oh, das macht Spaß. Das mag ich gerne. Ich bin gespannt, was Alice wieder erfahren wird. Was hat sie verdrängt aus der Realität bei den Flammen ihrer Familie? Und vor allem nach all den Erinnerungen mit ihrer Schwester und der Familie bin ich jetzt echt gespannt. Bis gleich. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Die Herzogin belohnt die fleißigsten Schnauzenjäger. Das war wieder mal... Oha, jetzt geht's aber los hier mit der Mucke. Das war eine sehr interessante Information. Sie glaubt also, dass irgendjemand im Haus war und die Familie töten wollte. Little ist wahrscheinlich... Also Alice ist davongekommen, während die anderen Littles gestorben sind in den Flammen. Das ist jetzt Alice' Theorie. Wer war der Mann mit der Brille? Das werden wir noch erfahren. Was mich gerade ein bisschen gestört hat, ist, und das nervt mich immer bei diesem Spiel so ein bisschen, dass es leicht verbuggt ist und zum Beispiel, dass die Hintergrundmusik, falls es jemand gemerkt hat, weiterlief, während die Erinnerung war. Sowas passiert halt immer, wenn das nicht richtig lädt oder so. Aber naja. Das sieht auf jeden Fall jetzt sehr einladend hier aus. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Da. Na, dich krieg ich doch. Ich hab dich doch schon im Visier. Was bekomme ich? Ein Körbchen. Juhu! Zähne. Okay. Boah, die Musik ist richtig so unheilverkündend. Da flattert wieder so ein Ding. Ach so, so ein Ding habe ich wahrscheinlich für eine Schnauze letztens gehalten. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Ja, ja, du hast vollkommen recht, Grinsekatze. Natürlich. Kriege ich die Zähne auch? Mensch. Und kein Geruckel. Ihr wisst, ich mag kein Geruckel. Ich dulde kein Geruckel. Es liegt aber daran, dass ich jetzt wieder auf Festplatte C gerade aufnehme. Und da läuft das immer ruckelig. Oder ruckeliger. Okay, ich soll da oben lang. Wie komme ich da oben hin? Am besten, ich gehe wieder nach oben. Wie habe ich das gemacht? So. Das wäre nett. So, die habe ich auch. Schön stehen bleiben, ja, schön stehen bleiben. Mhm. Okay, so weit, so gut. Und dann einfach runter, oder was? Oder wie? Ich glaube schon. Dann machen wir das mal. Oh, oder auch nicht. Oder auch doch. Uah!
Ja, Allison, geh doch mal an die Seite. Aua, ich komme hier immer dem Typen in die Quere. Wir haben ja unsere T-Kanone jetzt gepusht. Das heißt, die hat ein bisschen mehr Power jetzt auch eventuell gehabt als vor. Finde ich natürlich super. Schade, da kann ich nicht drauf. Da kann ich aber was kaputt machen. Wir sind jetzt irgendwie so, sieht hier ein bisschen aus wie in so einem... Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Ja, welches Kind oder welches Mädel oder so mag keinen Kuchen? Doch auch völlig normal, oder? Geht's da weiter? Ich glaube, es geht da weiter. Huch. Okay. Mit den Zehen hat man natürlich ein bisschen mehr Orientierung. Die ich jetzt nicht mehr habe. Kann ich landen? Nee. Schade. Wie sehe ich das denn dann jetzt? Direkt über mir. Da. So. Okay, gelandet. Wunderbar. Wieder nicht geschafft. Schade. Irgendwie werde ich das schon noch hinbekommen. Ach, dann mache ich eben das erstmal kaputt da vorne. Ich mach alles kaputt. Ja. Kaputt. Ich höre auch die ganze Zeit so ein merkwürdiges Raunen, so ein Stöhnen, so ein... weiß auch nicht. Och, Mensch, das gibt's doch nicht. Es ruckelt auch so gerade so blöde. So. Kannst du jetzt endlich mal die Plattform da vorne kriegen oder geht das nicht? Das ist alles für diesen doofen, goldenen Zahn. Ich lasse mich mal länger klein. Vielleicht kann ich dann auch länger gucken. Ich springe immer dran vorbei, aber ich verstehe nicht, wieso. Immer dran vorbei. Wisst ihr was? Auf den goldenen Zahn scheiße ich jetzt. Mir doch egal. Tschüss, ich halte mich doch jetzt hier nicht stundenlang deswegen auf. Ah, okay, es ist wie so ein Garten der Königin, nehme ich mal an. Ich laufe mal einfach. Oh. Oh oh. Ist ein bisschen gruselig hier. Wie so ein Hund, der hinter uns her ist.
Okay, das habe ich auch geschafft. Das ging ja noch, sag ich mal. Eigentlich hätte ich die... Okay, schon egal. Schon egal, die Zähne sind weg. Okay, wir sind in so einer Art Garten, Hofgarten, Vorgarten der Königin. Nein! Oh nein, 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 nein. Geil. Das war's, glaube ich, mit dem Scharfrichter. Alice hat vom Ist-mich-Kuchen gegessen. Das bedeutet ja immer, dass Alice größer oder kleiner wird, je nachdem, was sie trinkt und isst da im Wunderland. Und ich glaube, jetzt haben die anderen schlechte Karten. Hat doch was, oder? Wir sind dabei mit der Riesen-Alice und können jetzt hier fröhlich herumstapfen. Als Riesen kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Das mache ich gerne. So, Alice nimmt Rache. Alice hat keinen Bock mehr. Alice ist wütend, finde ich gut. Bin ich auch heute. Okay, den Garten kann ich aber nicht machen, aber ich kann das hier kaputt machen bestimmt. Oder? Nee, komme ich da nicht durch? Doch. Ganz viele kleine Karten. Ja. Die wuseln hier so um mich herum. Die Putzis. Kann ich hier noch mehr kaputt machen? Nö. Ach ja, das macht schon Spaß mit der stampfenden Riesen-Alice, die einfach mal keinen Bock hat mehr. Blödes Schachspiel. Nervt mich sowieso alles. Ja, da kommen sie schon, die kleinen Racker. Oh nein, ich werde angegriffen. Kriege ich das denn kaputt? Gar nicht. Der Turm muss auch noch weg. Der Turm muss weg. Genau. Super. Und er steht da hinten noch. Tentakel ausreißen. Uah. Tja, meine Liebe. Nicht mit mir.
Okay, wir zerstampfen gerade die Herzen der Königin. Was hat das wohl wieder zu bedeuten? Erstmal machen wir die Schachfiguren platt. Das Spiel war sowieso blöd. Nein, eigentlich mag ich Schachspiele gerne. Aber lassen wir das mal jetzt. Wir sind hier gerade in einer Aggro-Phase. Ich bin Alice. Ich habe keinen Bock mehr aufs Wunderland. Das geht nicht. Aber das geht bestimmt wieder. Oder einer von den anderen. Doch, das machen wir. Bis alles vermoddert und verekelt hier. So, letzte Partie hier, komm. Mach das nochmal kaputt hier. Hör auf zu ruckeln. Ruckeln mögen wir nicht. Wir wollen kein Ruckeln. Die letzte Tentakel hoffentlich. Oh Gott, die arme Königin. Völlig überfordert mit uns hier als Riesen-Alice. Jetzt können wir zum Schloss wandern, stampfen. Geh da jetzt hin. Mhm. Ich gebe doch nicht auf, wenn ich so weit gekommen bin. Ja, das war's mit Alice Madness Returns in diesem Part als Riesen-Alice und sorry, dass es so geruckelt hat. Das liegt, wie gesagt, an der Aufnahme bei meiner einen Festplatte. Da ist es leider immer mal so. Die andere war nur gerade voll. Sorry dafür. Ja,
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, mit Alice als Riesenstampferin ihre ganzen kleinen blöden Schergen mal kaputt zu machen. Und vor allem den Scharfrichter haben wir uns auch hinter uns. Wie könnte es besser sein als so? Von daher, bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.